digitale Besatzungsmacht, Weltmachtgehabe. Der Ton in Richtung USA in der Spionageaffäre wird an diesem Wochenende härter. Und interessanterweise vor allem von sonst USA-freundlichen Konservativen. Fast so, als wollten sie damit eigene Versäumnisse wettmachen. Bundeskanzlerin Merkel sah im Sommer keinen Grund, an den Angaben der Amerikaner zu zweifeln. Ihr Innen- und ihr Kanzleramtsminister auch nicht. Nichts sagen, nichts sehen, während die anderen abhören. Die, die Sicherheit gern zu ihrer Kernkompetenz zählen, waren leichtgläubig gegenüber dem US-Lauschimperialismus und damit leichtsinnig, wie Winnie Hescher zeigt. Wir prüfen, was da geschieht, ob es die Spitze des Eisbergs ist oder weniger oder noch anders. Ja, wir haben das, was wir wissen, gesagt, und was wir nicht wussten, bringen wir jetzt in Erfahrung. Mir selber ist nichts bekannt, wo ich abgehört wurde. Angela Merkel war den ganzen Sommer über die Beschwichtigungskanzlerin. Sollten sich doch andere über diese angeblichen Sperraktionen der NSA aufregen? Sie machte da nicht mit. Es war Wahlkampf. Sie wollte gewinnen. Und Datenschutz war nicht so ihr Thema. Jetzt ist das anders. Jetzt ist sie mutmaßlich selbst abgehört worden über ihr ungeschütztes Uralt-Handy. Jetzt ist Merkels Empörung groß. Sie zieht alle diplomatischen Register bis hin zum Anruf bei Obama. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Ich habe soeben den Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika einbestellt. Ein Bündnis kann nur auf Vertrauen aufgebaut sein. Und deshalb wiederhole ich nochmal, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Es ist nicht Angela Merkel alleine, die ganze Affäre öffentlich heruntergespielt hat. Sie hatte dafür auch zwei Minister. Die ersten und wichtigsten Fragen an die Amerikaner, an die Briten, ist natürlich, was ist dran an diesen Presseberichten? Wir haben ja nur Meldungen, die in der Presse rauf und runter diskutiert werden. Der Presse will der Innenminister nicht glauben. Eigene Erkenntnisse kann er während der ganzen Affäre nicht präsentieren. Aber für ihn gibt es auch einfach keinen Skandal. Wenn es sich tatsächlich herausstellen sollte, dass die Amerikaner, die Bundesregierung, Botschaften, also befreundeter Partnerländer, ausspioniert haben, dann müssen sie sich entschuldigen. Er fliegt nach Washington. Es ist eine Reise zur Darstellung der eigenen Betriebsamkeit. Wir kümmern uns. Aber der Minister kommt ohne Erkenntnisse zurück und von seinen eigenen Bekenntnissen will er nicht abrücken. Sicherheit vor Freiheit. Sicherheit ist ein super Grundrecht. Und ich glaube, dass wir auch dieses Grundrecht in der Abwägung aller Dinge ganz nach vorne stellen müssen. Kritiker nannte der Innenminister anfangs naiv, jetzt ist er selbst blamiert. Ronald Pofalla hat öffentlich nie eine Frage beantwortet. Herzlichen Dank. Eine Nachfrage, Herr Pofalla. Eine Frage müssen Sie aber doch erlauben. Oder wollen Sie sich jetzt so davon machen? Mitte August erklärt Ronald Pofalla die ganze Sache für beendet. Es gebe nicht genügend Beweise für das massenhafte Ausspähen. Recht und Gesetz werden in Deutschland nach Angaben der NSA und des britischen Nachrichtendienstes eingehalten. Die Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger in Deutschland werden gewahrt. Die ganze Union war froh, dass diese Argumentation verfing. Die öffentliche Debatte war beendet. Am Donnerstag musste Pofalla eingestehen, wie naiv es war, sich auf die NSA zu verlassen. Deshalb habe ich bereits veranlasst, dass zusätzlich alle Aussagen, die die NSA in den vergangenen Wochen und Monaten mündlich wie schriftlich vorgelegt hat, erneut überprüft werden. Dankeschön. Ihre Aussage von damals, der Sie das beendet, gilt die noch? So wie das ganze Kabinett hat Hans-Peter Friedrich am Dienstag seine Entlassungsurkunde erhalten. Genauso Ronald Pofalla. Ob sie nach den Erkenntnissen dieser Woche wieder in Amt und Würden gelangen werden? Angela Merkel hat diese beiden Männer gewähren, die Dinge laufen lassen. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Jetzt empört sich Angela Merkel und viele mit ihr. Sie ist ja jetzt Opfer. Die eigentliche Empörung aber müsste ihr gelten, weil sie so lange nichts davon wissen wollte, was in ihrem Land vor sich geht. Und bei uns ist der Unionsfraktionsvorsitzende. Guten Abend, Herr Kauder. Guten Abend, Herr Walde. Herr Kauder, Sie haben das eben gesehen. Wie dürfen die beiden Minister, die da so leichtgläubig waren, weiterhin für Deutschlands Sicherheit verantwortlich sein?
Also Ronald Pofalla hat auf den Vorhalt, dass massenhaft in Deutschland Bürgerinnen und Bürger ausgespäht werden, gesagt, dass dies nicht zutreffe und hat diesen Sachverhalt für beendet erklärt. Ich sehe überhaupt keinen Grund, ihm einen Vorwurf zu machen. Sie haben eben gesehen, was Herr Pofalla und auch Herr Friedrich gesagt haben. Die haben der NSA einfach geglaubt. Jetzt glauben sie ihr nicht mehr. Das war doch naiv. Wer hat da gepennt? Also jetzt muss ich schon mal sagen, die Amerikaner sind unsere wichtigsten Verbündeten, unsere treuesten Verbündeten. Mit ihnen sind wir zusammen, beispielsweise in Afghanistan, in verschiedenen anderen Dingen. Im Übrigen sage ich auch für die Zukunft, wir sind auf die Zusammenarbeit mit den Amerikanern für unsere Sicherheit angewiesen. Dass sie uns nicht die Wahrheit gesagt haben, davon konnte niemand ausgehen, auch nicht Ronald Pofalla und Herr Friedrich. Aber es muss doch die Leute, die für Sicherheit verantwortlich sind, wer von den dreien? Irgendjemand muss in Deutschland gepennt haben, damit die Amerikaner hier abhören konnten, sonst wäre das ja nicht gegangen. Das ist immer dasselbe Modell. Irgendjemand muss immer schuld gewesen sein. Richtig, irgendjemand muss immer gepennt haben. Ich bin auch enttäuscht darüber, was sich jetzt so herausstellt, wenn es alles so war. Genau, wer ist dafür verantwortlich für Ihre Enttäuschung? Die Amerikaner. Und hier bei uns? Ich finde schon bemerkenswert, dass wir in erster Linie darüber diskutieren, wer bei uns verantwortlich ist, als ob jemand verantwortlich dafür ist, wenn andere sich nicht rechtlich einwandfrei verhalten. Aber zunächst einmal sind die Täter und nicht die Opfer. Unbenommen, aber zur Spionageabwehr, die gehört zur Aufgabe der Herren, die wir da eben gesehen haben. Ja, und offenbar ist es gar nicht so ganz einfach, das mitzukriegen. Ich sehe nicht, dass irgendjemand einen Vorwurf gemacht werden kann. Und jetzt sollten wir uns mal vor allem darauf konzentrieren, das interessiert die Menschen, auch die deutsche Wirtschaft. Was können wir tun, dass es in Zukunft so nicht passiert? Und da habe ich dann ganz konkrete Vorschläge. Wenn Sie sagen, die Menschen interessiert das, wenn die Bundesregierung die eigenen Daten, das eigene Handy nicht schützen kann, wie kann diese Bundesregierung dann die Daten der Bürger schützen? Also es ist tatsächlich so, dass es technisch nicht möglich ist, die Daten so zu schützen. Das Krypto-Handy, das einigermaßen funktioniert, gibt es jetzt erst seit einiger Zeit, kurzer Zeit. Im Übrigen nützt es überhaupt gar nichts, weil dann müssten alle ein Krypto-Handy haben. So einfach ist es nicht. Aber es gibt deutsche mittelständische Firmen, die Technik entwickeln. Und wenn die mal nach oben gekommen sind und was Gutes haben, sind sogleich andere da, die diese Firmen aufkaufen. Und da schlage ich vor, das müssen wir verhindern im nationalen Interesse. Bevor Sie das jetzt zur Mittelstandsförderung benutzen, würde ich gerne bei den Politischen bleiben. Sie bleiben noch einen kleinen Augenblick. Das ist nicht Mittelstandsförderung, sondern das ist Sicherheit. Ja. Gut, wenn Sie sagen, dass die das machen müssen und die Politik es nicht schafft, ja, wir können kein abhörsicheres Handy entwickeln. Das muss schon die Wirtschaft machen und die müssen wir darin unterstützen. Also die Politik hat schon eine gewisse Verantwortung. Bis hierher vielen Dank. Wir reden gleich noch mal weiter. Die Abhöraffäre und deren Folgen betreffen nämlich nicht nur Deutschland. EU und USA bahnen gerade ein Freihandelsabkommen an. Das könnte ein Hebel sein, dem Frust Taten folgen zu lassen. Doch beim Geld hört der Ärger auf. Europas Regierungschef setzen auf ein deutsches Konzept. Realpolitik, Handel trotz Aushorchen. Udo van Kampen. Anfahrt der Bundeskanzlerin zum Gipfel. Schwarze Limousine, souveränes Lächeln. Angela Merkel im Fokus der US-Geheimdienste. 007, das passende Nummernschild. Wir brauchen Vertrauen unter Verbündeten und Partnern. Und solches Vertrauen muss jetzt wieder neu hergestellt werden. Handygipfel wurde das Brüsseler Treffen schnell getauft. Die Solidarität mit Angela Merkel unter den Staatschefs riesengroß. Denn auch Frankreich und andere wurden Opfer von amerikanischen Lauschangriffen. Die Stimmung unter Europas Regierungschefs aufgeladen wie selten. Abgehört wurden nicht nur Regierungen. Es geht auch um Unternehmen. Es geht um die Bürger. Es geht um Millionen Informationen, die von den USA ausgespäht und überwacht wurden. Belgiens Premier Di Rupo beim Telefonieren übervorsichtig. Unter den 28 Staatschefs wird der Ruf nach Sanktionen gegen die USA laut. Die Emotionen schlagen hoch und weichen am Ende doch schnell der Realpolitik. Beispiel Wirtschaftsbeziehungen. Vom Aussetzen der Gespräche über ein Freihandelsabkommen will am Ende keiner mehr etwas wissen. Allen ist klar, dass sie wirtschaftlich wie politisch aufeinander angewiesen sind.
Wir haben heute nicht die Forderung erhoben, die Gespräche über die Freihandelszone zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa zu unterbrechen. Ich persönlich bin der Meinung, wer rausgeht, muss auch immer wissen, wie er wieder reinkommt. Das Gleiche gilt für SWIFT, den Austausch von Bankdaten zwischen Europa und den USA. Weil die Amerikaner die Datenbank illegal anzapften, stimmte das Europaparlament für die Aussetzung des Abkommens. Doch die Staats- und Regierungschefs werden dem wohl nicht zustimmen. Den gläsernen Menschen will niemand in Europa. Datenschutz, ein unverzichtbares Grundrecht für die Bürger. Am Ende des Gipfels versöhnliche Töne in Richtung Amerika. Die transatlantische Partnerschaft ist wichtig und wird immer wichtig bleiben. Und wenn es Probleme mit den Geheimdiensten gibt, müssen wir die gemeinsam angehen. Die Kanzlerin blickt nach vorne, will mit den USA über gemeinsame Spionageregeln sprechen. Bis Ende des Jahres soll ein Abkommen stehen. Angela Merkel auf heikler Mission. Herr Kauder, Sie und Frau Merkel wollen das Freihandelsabkommen nicht aussetzen. Zeigt das nicht, dass Ihre Empörung aufgesetzt ist? Also, es hat noch nie einen Sinn gemacht, mit Partnern nicht mehr zu sprechen. Dann werden die mit uns auch nicht reden, sondern ich sage, wir müssen für die Zukunft Lösungen finden, dass sowas nicht mehr geschieht. Und es geschieht nicht, indem ich Beziehungen abbreche. Im Übrigen, das Freihandelsabkommen ist kein Thema von heute oder morgen, sondern es wird eine ganze Zeit lang dauern, Jahre, wenn ich an die Verhandlungen mit Japan denke. Das würde den Amerikanern aber wehtun. Das wäre was, wo sie einen Hebel hätten. Die SPD und selbst Frau Aigner von der CSU wollen das Freihandelsabkommen aussetzen. Ja, ist das schon der erste Koalitionsstreit? Nein. Ich will das auf gar keinen Fall, weil wir auch im deutschen Interesse, auch unsere Wirtschaft hat daran Interesse. Und es soll doch bloß niemand glauben, dass die Amerikaner zusammenbrechen, wenn wir mit ihnen kein Freihandelsabkommen machen. Die haben noch ganz andere Möglichkeiten. Es liegt in unserem Interesse. Nochmal, SPD und Frau Aigner wollen das. Ist das Ihr erster Koalitionsknatsch, bevor die Koalition steht? Es kann auch in der Koalition mal unterschiedliche Auffassungen geben. Aber ich bin sicher, dass auch die SPD, die ja auch eine gute Beziehung über ihre Betriebsräte zur Wirtschaft hat, das sehr schnell einsehen wird, wie notwendig das ist. Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Die Zukunft anders zu gestalten, andere Regeln für die Zukunft zu haben, das muss jetzt ausgehandelt werden. Das geschieht nur im Gespräch. Noch mal zur Koalition jetzt. Anders als Sie will die SPD auch einen Untersuchungsausschuss im Bundestag zu dieser Spionageaffäre. Wird das hier gerade die erste Belastungsprobe der Großen Koalition? Ich habe heute Morgen mit Frank Steinmeier über all diese Fragen gesprochen und wir sind uns einig. Wir lassen natürlich der Opposition die Möglichkeit, Untersuchungsausschüsse zu beantragen. Die SPD macht mit. Die SPD fordert ihn jetzt auch, nicht nur die Opposition. Die SPD und die Union werden, wie die Große Koalition geschlossen ist, und wir sind auf dem Weg dazu, gemeinsam im Deutschen Bundestag agieren. Da bin ich ganz überzeugt. Moment, da habe ich das richtig verstanden. Bislang war die Position, was ich gehört habe an diesem Wochenende, dass die SPD diesen Untersuchungsausschuss unterstützt und ihn auch will. Sie sagen jetzt, die SPD will es nicht? Ich habe nicht gesagt, dass die SPD es nicht will, sondern wir müssen uns über das Thema unterhalten. Es ist ja auch letztlich, sage ich jetzt mal sehr salopp, Wurst, wenn die zwei kleinen Oppositionsparteien einen Untersuchungsausschuss wollen, haben wir gesagt, lassen wir das zu. Es müssen natürlich die anderen Regeln des Untersuchungsausschussgesetzes natürlich zugelassen werden. Ansonsten gilt in einer Koalition, dass wir miteinander auftreten und nicht gegeneinander. Gut, das müssen wir mal, noch ein bisschen, das müssen wir noch ein bisschen einüben. Okay. Herr Kauder, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wir bleiben noch bei der Großen Koalition. Schon zu Beginn des Ringens.